Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist dieser neue Skoda? Eine Phrase, die sich der neue Skoda Scala jetzt wahrscheinlich öfter anhören muss. Der kompakte Tscheche auf MQB A0-Basis löst 2019 den Rapid ab. Mit einem Unterschied: Ein Stufenheck wird's beim Scala nicht mehr geben. Dafür allerlei Assistenzsysteme. Spurhalteassistent und Frontradarassistent mit Notbremsfunktion finden sich in der Basis. ACC und Müdigkeitswarner gibt's optional. Serienmäßige LED-Scheinwerfer und Heckleuchten sind einzigartig im Segment. Die Motoren? Drei Benziner in der Leistungsspanne 95 bis 150 PS, ein Diesel mit 115 PS und, Überraschung, ein 1,0 Liter G-Tech, heißt Erdgas betrieben. Alle Aggregate sind mit Bremsenergierückgewinnung und Start-Stopp-Automatik ausgerüstet. Besonderheit beim großen 1,5 Liter Benziner, zwei der Vierzylinder werden bei geringer Last automatisch abgeschaltet. Das Resultat: ein Verbrauch von 5 Liter auf 100 Kilometer, identisch mit dem kleineren 115 PS Dreizylinder TSI. Bleibt noch die Preisfrage. Bei gut 21.000 Euro geht's zum Marktstart mit dem 115 PS Dreizylinder los. Ab Sommer 2019 reicht Skoda die 95 PS Variante nach, zu Preisen ab 17.000 Euro. Die finale Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 folgt dann nach der ersten Probefahrt.